dieser Hadith und auch die daraus abgeleitete Regel eine sehr großartige, umfangreiche Sache. Daher sagte Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, er sagte, هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه. Dieser Hadith findet Anwendung in 70 Bereichen des Fiqh, in 70 Kapiteln des Fiqh. Und Al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, er pflegte zu sagen, هذا الحديث ثلث العلم. Dieser Hadith ist ein Drittel des Wissens. Dieser Hadith ist ein Drittel des Wissens. Was meinte er denn genau damit? Was soll das bedeuten? Es ist ein Drittel des Wissens. Al-Bayhaqi, er äußerte sich dazu, was Al-Imam Ahmad damit gemeint haben könnte. Er sagte, das bedeutet, also wenn man sich den Mündigen mal betrachtet, den mündigen Menschen, der seine Handlungen zu verantworten hat vor Gericht und vor Allah Ta'ala, also vor dem weltlichen Gericht, sowohl als auch dem Gericht in der Akhira. Wenn man mal sein Tun betrachtet, dann sieht man, dass sämtliche Handlungen, sämtliches Tun und Lassen entweder mit seinen Körpergliedern ausgeführt wird, die sogenannten Al-Jawarih, oder mit seiner Zunge, oder mit dem Herzen. Und die Niyya betrifft das Herz. Und die Niyya, also die Taten, nennen wir es mal so in Anführungsstrichen Taten, also ich meine in Anführungsstrichen Taten, weil man das Wirken des Herzens bzw. der Absicht nicht unmittelbar sehen kann. Aber es ist eine Form des Handelns. Es ist eine Form des Tuns. Auch wenn es noch nicht übersetzt worden ist in körperliche Sprache, in körperliche Umsetzung oder in eine verbale Aussage, weil man zum Beispiel daran verhindert wurde. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith von Abu Bakr, welcher in den Sahihain überliefert worden ist. Er sagte, Al-Qatil wal-Maqtul fi-Nar. Al-Qatil wal-Maqtul fi-Nar. Der Mörder und der Getötete, beide sind im Feuer. Und dann sagte Abu Bakr, Qulna, هذا القاتل. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. Wir sagten, nicht in Form eines Einwandes, sondern einfach in Form einer Frage. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer Frage und einem Einwand. Das ist der Mörder. Das ist verständlich. Wir verstehen auch, warum ihm hier die Pein angedroht wird. Aber was ist mit dem, der ermordet wurde? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli akhi. Er hatte es auch beabsichtigt, seinen Bruder zu töten. Das heißt, es war einfach nur eine Herzenstat. Es war die Entschlossenheit des Herzens, ihn zu töten. Er wurde aber daran verhindert. Und dennoch zählt der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies als eine Form der Tat, für die er auch belangt wird.